Jungs habe. Jump して打ってきました。 もう一度。10 zu 2, deutliche Führung, da zog er richtig davon, da lief nicht so besonders viel bei Jan Čarić und Boll spielte einfach richtig gut. Hier. Zunächst im ersten Satz erfolgreich. Ah, schöner Ballwechsel und dann verzieht. Ja, bekannt. Ricardo Walter kam wieder ran. Konnte dann sogar ausgleichen zum 8 zu 8. So, und hier darf man jetzt gleich mal auf den Bänken tanzen und auf den Tisch. Der Belag. Der rote Belag in diesem Fall, die Rückhand, das sind seine langen Noppen. Das heißt, wenn jetzt ein Gegner angreift mit viel Überschnitt und er hackt wie hier jetzt drunter, dann kommt auf einmal. Doppel für die Entscheidung. Robles Fegal gegen Ort Celico. Stefan Fegal, Alvaro Robles. Ein ganz, ganz tolles Doppel in dieser Saison. Schon oft zum Einsatz gekommen und meistens siegreich auf der anderen Seite. Kilian Ort und Philipp Celico. Die konnten hier wirklich einen guten Start hinlegen. Hielten. Dann kann man den Ball einfach nur hinterher schauen. Van Bo kommt ran. Oh. Das gibt es doch gar nicht. Was ein Ball. Aber Van Omeng weiter mit einem tollen Spiel. Vorhand, die er hauptsächlich benutzt. Hat ihm bis jetzt nicht die Rückhand, gefallen. Die ist ja, mehr so zum Halten ja, da. Die Rückhand. Ich meine, keine Frage, wenn ich eine Rückhand hätte wie er, super nett, super gut spielen kann, aber Kellberg, der ist momentan einfach da, glaube ich, eine Nummer zu groß. Auch wenn Mino hier natürlich mich sofort lügen. Das ist einfach eine Augenweide, wenn Bastian Steger die Rückhand auspackt. Was da manchmal Dinger rauskommen, das ist wirklich aller Ehrenwert. Ballonabwehr. Ja, und dann haben wir wieder sehr hoch gespielt. Ballonabwehr. Mal gucken, ob es wieder so ein kurioses Ende nimmt. Ja, tatsächlich auch. Und holte sich diesen Satz letztlich auch. Wir springen rüber in den vierten Durchgang. Schaut ihr das an. Wieder toller Ballwechsel. Oh, Leute. Leute, was ist denn das? Klasse. Ging hier auch mutig drauf und spielte auch. Käse gegessen, aber das macht er ja auch richtig gut. Kämpfte sich rein, führt 8 zu 3.
Boah, der war natürlich super. Beide Teams ja in dieser Saison richtig gut dabei. Boah! Mit Chance. Also die schönen Punkten, die waren beide jetzt richtig drin im Match. Und das merkte man. Geiler Ballwechsel. Und dann hier wieder so ein Ballwechsel. Gucken wir uns das Teil an, ey. Was? Von Gossi. Der legte gerade nochmal nach. Achtung. Was für ein Ball. Mit wie viel Seiten? Es ging im dritten Durchgang auch so weiter. Wir sehen es hier, Ines. Ah, hier lässt er eine Möglichkeit. Wenn das Spiel kommen will, das klappt gut. Er muss dann natürlich die Dinger auch zumachen. Ja, hier mal so ein klasse Ballwechsel jetzt. Das ist die Situation, die ich mir ahne. Jetzt geht er doch nicht nach vorne. Bleibt jetzt hinten. Jetzt kommt er wieder nach vorne. Schöner Ballwechsel. Wir springen in den dritten Durchgang. Die Öffnungsgeschwindigkeit hat mit der Rückhand. Oh. Was ein Ball. Oh. Auch immer mit einer ganz, ganz weiten. Bringen. Unglaublich. Wieder so ein typischer Ballwechsel. Toller Ballwechsel. Zu 5. Schöner langer Ball. Backhand, Vorhand, Midoro, Semere. Taeda, Harimoto. このラリーはどちらがものにするのか。すごいラリーだ。うわ、おいかま。Sprechen zurückzuspielen. Aber Van Bommel, der macht es gut. Schafft er den Anschluss zum 1:2 in Sätzen aus seiner Sicht. Und dann dieser Punkt von Wang Shi und dann hört Gerasimenko hatte einen liegen gelassen.
Hätte er mit der Rückhand vielleicht schön gegenziehen können, aber der ging daneben. Was für ein Ballwechsel und der... In so ein Spiel, da war Kulczycki immer gut dabei, aber Ricardo Walter in den Momenten, wo es drauf ankam, dann besser und so viel genauer kann man denn nicht spielen. Hier, während sich Pletea super bewegt, geht da ganz tief runter, aber naja, dann steht der Mann im gelben Trikot einfach ganz cool da und wehrt den Ball ab. Ins Netz. Und was für ein Ballwechsel hier um Filus. Und da konnte dann Darko Jorgic sich zunächst absetzen. 5:2. Und auch hier, der war natürlich geil gespielt.